5, 6, 7, 8, 9, 9. Ich kann auch einfach runterzählen, hier die Blöcke da. Okay, 9 sind wir jetzt. 10. War das 10? Nein. Hä? Oh, falsches Dings. 10, 11, 12, 13, 14. Es ist nicht sonderlich spannend gerade. Ich hoffe mal, das reicht von der Höhe her. Es müsste eigentlich... Was war das? 14? 15, 16, 17, 18, 18. Wahrscheinlich habe ich mich gleich tierisch verzählt. Oder wir sind oben. Ich werde gleich eh nochmal runterzählen. 18, 19, 20, 21, 22, 21. Die Frage ist, welche Richtung muss ich eigentlich? Ich bin so schlau gerade. Welche Richtung muss ich denn? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Das weiß ich gerade mal gar nicht. Das ist das Blöde jetzt. Ich hätte meinen Kompass mitnehmen sollen. Okay, war meine Vermutung richtig nach da? So, ich mach nochmal das Ganze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wunderbar. Ich glaube, da müsste ich nur 2 hier rüber. Ich mache mal 3, das sollte kein Problem sein. Dann 2 hier rüber, oder? Ich muss mal hier rausgucken. Oh, ist ja geil. Das ist super. Ah, das ist aber schön jetzt. Das ist ja ein wunderbarer Wartungsgang hier. Das habe ich ja gar nicht erwartet. So, ich muss noch mal eben Musik hier changen. Das war ganz nett. Machen wir mal direkt das nächste hier. Da. Auch wieder so melancholisch. Das ist echt, das ist aber tierisch weit hoch. Das war fast aus dem Berg raus da oben. Da fehlen noch, keine Ahnung, eine Handvoll Blöcke oder was das? Ich müsste, so wie das Walross da von oben aus dem Eis, ich müsste, was immer so mit herrlich so geredet hat. Kennt vielleicht noch jemand? So. Keine Ahnung, wie hoch dieser da jetzt muss. Wahrscheinlich eine Ecke. Lalala. Und die Richtung ist dahin. Das wird nicht gut werden, glaube ich jetzt schon mal. So, mehr geht gerade nicht. Das ist aber auch, ne, so, es ist ja quasi Blindborn, was ich jetzt hier mache. Ich glaube, das, warte, das war blöd. Hier ist Erde. Das ist kein gutes Zeichen, ich glaube, wir sind zu hoch. Oder das heißt zu hoch, es ist bald. Ich bin auch schlau. Da muss es hin. Bald sind wir hoch. Ich behaupte einfach mal, ich grabe mich hier mal durch. Bisher stimmt die Behauptung, dass ich mich hier durchgrabe. Aber dass das da in der Gegend irgendwo sein wird. Da ist es. Ah, sie... Aha! Es hat fast alles funktioniert. Aber es hat sogar funktioniert. Das ist richtig hier. Das darf gerne so sein. Weil die nämlich um die Ecke hier flutschen müssen. Ich hoffe nur, dass es von der Wassergeschichte da funktioniert. Das bleibt jetzt noch herauszufinden, dass nämlich hier genügend Abstände da vorhanden sind. Ich muss mich damit selber mal eben hocharbeiten hier. Weil wir befinden uns ja in einem Wasserfahrstuhl hier. Man kann schönerweise mittlerweile Schilder an Glas platzieren. Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich das Glas, was ich einschmelzen wollte, was ich auch eingeschmolzen habe. Hoffe ich doch sehr. Das brauche ich jetzt. Jetzt heißt mal eben fix runter. Weil ich möchte das gerne aus Glas haben. Ich möchte, dass man da lang schauen kann, dass hier irgendwas passiert. Na, wie gesagt, wenn man irgendwas baut, will ich auch, dass man irgendwas von sehen kann. Das fände ich immer ganz nett. Finde ich ganz ansprechend. Da ist das Glas.
Weil, ne, man will ja auch ein bisschen zeigen. Hier, guck mal, da, geile Sache. Habe ich mir alleine eingebrockt. Das ist immer so eines der Momente. Es wäre sinnlos, alles zu bauen und dann sieht man davon gar nichts. Da guckt sich jemand das Video an und denkt, boah, da hat er gar nichts geschafft. Da ist hier nichts da. Das wäre auch blöd. So, das passt. Musik wieder höchst dramatisch hier. Habe ich Schilder dabei? Ich habe kein Wasser da. Ich bin schlau, ich bin schlau. Hier, guck mal. Kaputt machen. Lalala, lalala, lalala. Das Wasser wird nicht reichen. Ich hätte auch einfach nach unten gehen können. Ich kann nach oben gehen, das ist schneller. Das ist aber nicht schneller. Ich werde mir da gleich einen Wasserspeicher anlegen. Oder vielleicht... wie mache ich das denn? Vielleicht von oben darunter machen oder so? Jedes kleine bisschen Wasser, was uns bleibt hier oben. Was nicht eingefroren ist. Nehme ich das mal mit. Das hier, ich hoffe mal, uns überfällt jetzt niemand. Weil ich wäre ziemlich unbewaffnet gerade. Will ich gar nicht hoch. Muss auch noch alles besser beleuchtet werden da oben. Ist alles so klein und knubbelig. Sehr fleckig gehalten. So, Glas habe ich auf jeden Fall mehr als genug dabei. Das heißt, Glas kann hier hin. Ein Shield kann da hin. Man hätte auch überall noch schon was Schönes draufschreiben können, wie von wegen, hallo, willkommen in meinem Fahrstuhl. Gute Fahrt. Reicht das mir noch 3 Stück aus? Ich glaube mal nicht. Wie mache ich das? Ich werde von unten da dann reingehen. Wobei das schon wieder gespawnt wird da unten. Ich glaube mal, dass es da unten wird. Oder auch gerade nicht. Vielleicht war das jemand anders und es wird gerade hell. Oh ja. Dass jemand gerade mal frisch gestorben ist. So, jetzt fühlen wir uns mal selbst als Zombie. Hep. Und flutschen hier mal hoch. Kann man einmal rausgucken, damit man noch sehen kann, dass einem hier gleich ordentlich die Hucke vollgehauen wird. Auch das hier funktioniert noch ziemlich gut. Da geht es einen weiter hoch. Blöderweise fehlt es jetzt an Licht. Das war zu hoch. Das war okay. Wie kriege ich das denn jetzt wieder weg? Ach, nur jetzt habe ich hier die Axt weggehauen. Axt! Ah. Ich habe weder Wasser noch Schilder. Und ich bin noch nicht oben. Ich habe noch ein Schild. Was? Ich habe noch ein Schild? Achso, ich habe das gerade abgebaut. Dahin. Ich werde es gleich so machen, ich werde nach oben hingehen. Lalalalalala. Und von oben einfach ein Wasser setzen, hoffe ich. Wobei, ich kann es einfach so fortsetzen, wie ich das bisher gemacht habe. Ist ja kein Problem. Ich brauche nur noch ein paar Schilder. Aus Qualitätstropenholz. Wo ist es denn? Tropenholz. Hier komme ich nochmal alle da einfach rein. Das sind noch keine Schilder. Jetzt wird ein Schuh draus. Und Schilder. Nächste rein. Ich kann gerade auch wenig über andere Themen quatschen hier. Über irgendwelche weltbewegenden Geschichten, die ich mir hier aus den Fingern leiere. Weil ich mich gerade nur ein bisschen konzentrieren muss. Und so weltbewegend sind die nun auch nicht. So, das ist, ich brauche Wasser. Ist eigentlich egal, woher ich das hole. Ist ja mittlerweile auch, das war ja früher, dass man die Strömung kaputt gemacht hat, sobald man hier irgendwo Wasser rausgenommen hat, wo nicht ein Block drunter war und nicht von beiden Seiten das gefüllt wurde. Da war ein Skelett. Okay, warte mal. Ha, hier. Eine Sache muss ich nachher übrigens auch noch machen, und zwar
mal nach unseren Hühnern schauen, weil ich habe anscheinend letztes Mal vergessen, dass ich da auch durchaus die Tür zumachen müsste bei dem ganzen Gebiet. Wahrscheinlich ist das Haus hoffentlich aus dem Chunk, aus dem Chunk hier raus, der aktiv berechnet wird. Das heißt, ich hoffe mal, die Hühner sind nicht abgehauen. Ansonsten, ich meine, die müssten ja noch irgendwo in der Nähe sein. Das klappt mit den Pferden ja auch, die rennen ja nicht so Ewigkeit weit weg. Und wenn nicht, dann haben wir halt Pech, dann geht die ganze Hühnersuche nochmal los. Dann heißt es wieder Huhn. Und warum ist es so dunkel hier? So, jetzt kann ich wenigstens wieder was sehen hier. Schild? Schild, ach da. Hä? Warum ist es denn da? Habe ich mich verdreht gerade? Na, haha. Das war falsch. So. Shield. Jetzt habe ich natürlich Wasser verschwendet. Ich meine, wir haben noch genug hier. So. Das Blöde ist, es klappt genau gerade nicht. Das heißt, ich müsste hier überall noch einen runter machen, weil ich möchte dann direkt von der Strömung hier, wenn man hier hochkommt. Ne? Kommt man hier hoch? Wird direkt da lang geströmt. Das heißt, ich möchte die Viecher ein bisschen umleiten hier. Das war blöd jetzt wahrscheinlich? Nee. Und hier geht es dann direkt runter. Also kommt hier rein. Das wäre jetzt blöd, hier mich runter zu basteln, weil da unten ist noch nichts vor. Dann läuft mir die ganze Pampe da irgendwo rein. Macht alles kaputt. Da kämen die Zombies noch nicht mal raus. An der Stelle. Ich glaube, das wird eine gute Falle. Ich glaube, das könnte funktionieren. Hier muss noch irgendwie ein Weg rüber. Das ist nicht mehr zu hoch. Hier muss kein Weg rüber. Hier muss ein ordentlicher Weg hin. Na. Anlauf. Oh yeah. Genau, das hier kann mal alles weg. Da werde ich mich gleich von oben dann reingraben. Und hier unten vorher noch was vormachen. So. Ich hoffe mal, das geht. Genau, von oben. Ich werde gleich hier trinken, verdammt. Mist. Ich werde nicht hier trinken. Yay. Das sind alles so Sachen, die man sich echt mal überlegen muss, wenn man das macht. Aua, dass man nicht einfach irgendwo runterfällt nachher. Oder er trinkt. Das sind immer so Kleinigkeiten, an die man vielleicht nicht unbedingt denken würde. So wie ich zum Beispiel. So, da müsste der Ding einfach da runtergeprügelt werden. Hier kann ich auch noch Glas vormachen, oder? Ich habe jetzt kein Glas mehr dabei. Das ist ja schön. So, machen wir es so. Und dann heißt es wohl an mit der Sache. Licht aus, Spott an und Schwert an vor allem. Damit hier auch nicht mal was gemacht wird. Ja, ich muss da hoch. Mit nur 30 FPS ist echt nicht so einfach. Machen wir es so. Und dann die Fackeln können weg an den Wänden. Wasser rein. Der muss weg. Und die Fackeln müssen weg. Komme ich wahrscheinlich nicht überall ran? Natürlich nicht. Nein. So. Und raus hier. Hier schön Moosstein vor. Feine Sache. Ich höre auf jeden Fall was. Wie gesagt, die Beleuchtung, dass man das optional per Lichtschalter anschalten kann, wäre auch ziemlich cool. Wahrscheinlich, damit uns nicht hier die ganze Bude voll geröchelt wird. Ja, es wäre nett, ne, wenn da jemand irgendwie sich zu atmen traut. Allerdings nicht so. Das muss nicht sein. Wenn man atmet, dann bitte leise. Und jeder für sich. Müsste da nicht gleich jemand kommen? Hallo? 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 Herr Röchelmann, kommen Sie mal hoch. Ha. Ja, stimmt noch nicht. Da sind schon genügend, aber die wollen irgendwie gerade mal nicht hoch.
Habe ich mich jetzt mit dem Wasser vertan, dass ich das doch in der Ebene anders sein muss? Ich meine, das hat ja eben schon mal funktioniert. Das hat ja eben schon mal funktioniert, dass die da hochgeflutscht sind. Oder blockieren die sich da jetzt gegenseitig? Das wäre uncool. Oh. Ich erwarte ein wenig mehr Einsatz, bitte. Muss ich das doch mit dem Runterfallen machen? Dass sie da runterplumpsen, wobei im Wasser können die ja... Na, im Wasser müssen die auch gar nicht. Ich brauche Wasser. Das geht so nicht. Ich kann mal probieren, ob das mit der anderen... Das wäre... Wäre wahrscheinlich mit der anderen Geschichte einfacher gewesen, wenn das Wasser... wenn es quasi versetzt wäre mit den Blöcken da. Falls ihr wisst, was ich meine. Dass die andersrum aufgestapelt werden. Dass es nicht, dass das erste Wasser nicht über zwei Blöcke anfängt, sondern halt im zweiten Block selber schon. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ich glaube, ich werde doch mal das probieren jetzt gerade mal. Es wird... dauern wird es nicht, aber... Aua, aua. Problem ist, ich habe mein Schwert gerade nicht dabei. Verdammt, ha, lass mich raus. Nee. Lass mich raus. Rau es. Halt nicht. Machen wir mal selber einen Weg hier raus. So. Hier, ihr da. Aber es sind zumindest genügend Monster da. Es geht schon. Aber halt nicht so wirklich... Die kommen da nicht wirklich hoch. Warum nicht? Fehlt es da hinten an Wasser oder was ist da? Oh ja, warum ist da kein Wasser da unten? Dann müsste das eventuell doch so gehen. Hm.